Da ist der Peter. Hallo Peter. Vor der Show habe ich coolerweise noch die Chance bekommen, beim Meet and Greet von Jared und Shannon teilzunehmen und die Stimmung war großartig. Und dann war es endlich soweit, die beiden sind reingekommen und wir konnten ihnen Fragen stellen. Eine halbe Stunde lang haben sie sich Zeit genommen, auch die blitzsinnigsten Fragen zu beantworten. Und es war sehr, sehr schön für mich als Fan einfach mal so nah und auch ein bisschen persönlich zu sein. Sehr cool. So, I feel like I can't talk about it because you're so close. Nach dem Q&A sind natürlich alle direkt aufgesprungen und wollten in die Schlange für die Fotos, aber ich war noch viel zu glücklich, weil ich eine Frage stellen konnte. Hui! Jetzt gibt's ein Foto! Ein Foto! Es gibt ein Foto! Ja, das ist schon eine ganz schöne Schlange. Das ist so wie bei uns auf der Autogrammstunde. Aber hier gibt's ein Foto für jeden. Safe. Okay, das geht jetzt schnell. Wir haben jetzt 10 Minuten rum und wir haben schon locker die Hälfte der Schlange weg. Das ist schon crazy, also da sollten wir uns auch mal ein Vorbild dran nehmen, dann können wir auch mal 1000 Leute bei der Autogrammstunde bedienen. Oh, da sind wir durch, ich habe ein Foto. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie ein Foto gemacht mit jemandem. So, und ganz zufällig bin ich heute noch auf die VIP-Gästeliste gekommen. Das hat sich super kurzfristig alles entschieden, das war mega cool, weil ich halt ein echt großer Fan bin. Ich habe direkt die Tickets gekauft und alles. Das ganze Fangebäude kann sich ja kein antun, deshalb kurz zusammengefasst. Ich war auf jeden Fall sehr glücklich, weil ich konnte beim Q&A meine Frage stellen, die sehr witzig war, die witzig aufgenommen wurde und das war sehr cool. Und die eine Sekunde, die man fürs Foto hatte, da habe ich ein bisschen planlos, irgendwie war ich so mega überfordert, weil man steht neben denen und hat irgendwie eine Sekunde, um sich hinzustellen, das Foto zu machen und wegzugehen. Das wurde alles sehr, sehr schnell abgefertigt, aber so anders können sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich gucke bestimmt noch mega verstrahlt. Und los geht's! Das ist die Halle! Und da ist schon einiges los vor der Bühne. Und vor allem, das ist eine offene, mittlere Bühne. Wie geil ist das denn? Das hatten die letztes Mal nicht. Letztes Mal hatten die hier vorne ihre Bühne. Vor 3-4 Jahren, wo ich da war, hatten die hier ihre Bühne. Und da konntest du halt so schräg teilweise gucken auf die Bühne. Aber das ist ja mega geil! Dann sieht man die ja von überall. Awesome! Und da drüben, da müssten eigentlich unsere Plätze sein. Da, hier vorne, die beiden Blöcke irgendwo da. Yay! Ein bisschen Merch gekauft. Das ist mega geil, das Shirt. Und dann habe ich mir natürlich noch das Tour-Shirt geholt von allen Terminen. Halle. Und hier geht's richtig hart ab, riesengroß, die längste Arena in Köln. Mega cool. Und da vorne ist die Bühne. Warte mal, sehe ich gar nicht. Da ist die Bühne. Ja, und da unten sind unsere Plätze. Und da kann man direkt auf die Bühne gucken. Das ist schon mega geil. Bin mal gespannt, wie sie dann das Setup machen, also wo sie sich dann hinstellen und wo alles so abgeht. Aber das wird schon sau cool. Ist schon einiges los, aber es ist noch ein bisschen Zeit, bis die Show losgeht. Und ich freue mich richtig! Ja! Die Pre-Show ist vorbei und gleich geht's los! Langsam ganz schön voll hier. So, wir scheinen hier gerade technische Probleme wohl zu haben. Da läuft immer ein Spot. Und alle lachen sich mittlerweile Schrott. Das ist wie bei YouTube, wo du die Werbung einfach 10-mal hintereinander siehst. Wie geil ist das denn? Aber ey. Tja, technische Probleme gibt es auch nicht nur bei uns. Und dann kamen sie endlich und es konnte losgehen nach der Pre-Show. Und alle waren hyped und freudig auf die Show und ein paar kleine Ausschnitte daraus. Woo!
I said hello! Hello! Insgesamt wurde das Publikum ziemlich viel mit eingebunden. Es gab ganz viele Sachen auch auf der Bühne, die passiert sind. Und es war eigentlich ziemlich cool. Die Stimmung war großartig, fantastisch für ein letztes Konzert in Deutschland. Wir haben alles gegeben, vor allem ich, wie man hört, habe alles gegeben. Every single fucking night, so you guys can have a time you'll never forget, okay? So make some noise. Guys, stand right here. We're gonna take a picture. Stand right here. Yeah, we're gonna take a picture. Get over here. Are you ready? One, two, three. Make some noise! I hope you didn't fuck it up. You got it good? Okay, great. Zum Konzert von ein paar Jahren ist es schon anders gewesen, aber ich als Fan hatte trotzdem meinen Spaß und es gibt auf jeden Fall Dinge, die man hätte anders machen können, aber es war trotzdem ein geiler Abend. Dankeschön, auf Wiedersehen! Das war das Konzert von 30 Seconds to Mars in Köln. Leider ist meine Kamera leer gegangen, aber es war awesome, es war richtig, richtig cool. Es hat sau viel Spaß gemacht und ich bin jetzt ein wenig heiser und sehr, sehr fertig, aber es hat sau viel Spaß gemacht, hat Merch abgestoppt, hat einen geilen Abend und hat sau viel Spaß gemacht und ich bereue es immer noch, dass ich damals zu spät dran war, für Linkin Park Tickets zu kaufen und das nie wieder erleben zu können. Und deshalb geht zu Konzerten, die ihr mögt, sonst wird es vielleicht irgendwann mal bereuen, nicht gegangen zu sein. Es lohnt sich in jedem Fall. Ich hatte sau viel Spaß hier und meine Empfehlung an euch, wenn euch eine Band gefällt, geht da hin, unterstützt sie und habt einen geilen Abend. Ich wünsche euch was, haut rein!